Heute machen wir ein Crispy Chicken mit einer hausgemachten Süß-Sauer-Soße. Let's go! Allererst beginnen wir mit unserer selbstgemachten Soße und alles, was wir dafür benötigen. Klein zerhackte Jungzwiebeln, eine zerhackte Knoblauchzehe, etwas Ketchup, unsere Gewürzmischung. Hier habe ich Salz, Pfeffer, Chili und Paprikapulver. Zu dem Ganzen kommt noch etwas Honig und Zitronensaft. Das Ganze verrühren wir. Boah, das riecht einfach überragend gut. Das Ganze wird dann noch etwas in der Pfanne angebraten, aber bis dahin gehen wir zum nächsten Schritt. Und jetzt kommen wir zu der Zubereitung von unserem Hühnchen. Dafür benötige ich 3 Eier. Zu unseren Eiern geben wir noch etwas Wasser dazu. So, unseren nächsten Schritt habe ich hier jetzt auch vorbereitet. Hier haben wir unsere Eier, unser Mehl und unsere Brotkrümel. Die hier würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr das Huhn knusprig haben wollt. Die gibt es beim asiatischen Laden und die sind einfach mega nice. So, bevor wir das Ganze in die Mische geben, werden wir unser Fleisch noch beidseitig würzen. Und nun kommt das Ganze erstmal ins Mehl. Das wird sehr gut verdeckt. Und ins Ei. Und zu guter Letzt in die Brösel. Wunderbar. Nachdem ich jetzt mein Öl schon mal vorgeheizt habe, kann ich schon unser Hühnchen in die Pfanne geben. Das Ganze lassen wir beidseitig für jeweils 3 bis 5 Minuten anbraten. In der Zwischenzeit, wo unser Fleisch abkühlt, können wir schon mal unsere selbstgemachte Soße in der Pfanne anbraten. Unser Fleisch ist nun fertig, die Soße ist jetzt fertig. Alles, was wir noch machen müssen, ist das hier in feine Streifen zu schneiden. Hört euch das mal an. Jetzt kommt noch unsere Soße dazu. So sieht das Ganze aus. Wirklich sehr ansprechend und ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Geschmackstest. Let's go. Hier haben wir ein richtig großes Stück mit sehr viel Soße. Ich finde, diese Kombination ist einfach der Hit. Das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Die Soße schmeckt wirklich überragend lecker. Vor allem ist es einfach so toll, dass man die so schnell selber machen kann. Also ich würde euch die wirklich empfehlen. Die ist nicht scharf, die schmeckt etwas süßer und ich finde, die passt einfach überragend zu Crispy Chicken. Wenn ihr weitere leckere Rezepte sehen wollt, dann lasst dem Kanal ein Abo da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein! Alle! Okay, sorry.